Dass es uns nochmal in diese Höhle hier verschlägt, damit hätte niemand gerechnet. Habe ich recht? Denn diese Höhle haben wir gemeinsam mit Kroko, Janus und Lars in unzähligen Folgen gebaut. Solltest du die übrigens nicht kennen, dann hast du wirklich was verpasst. Ich habe die ganzen Folgen auf jeden Fall nochmal in der Videobeschreibung verlinkt, da kannst du das nachholen. Und diese Höhle birgt wirklich unzählige Möglichkeiten, sich zu verstecken. Es ist also ein optimaler Schauplatz für ein Hide and Seek. Genau aus diesem Grund verstecken sich gleich diese ganzen Leute hier in der Höhle und meine Aufgabe ist es, alle zu finden. Wer zuletzt gefunden wird, hat dementsprechend gewonnen. Und dann würde ich sagen, jetzt ist alles geklärt, das heißt, seid ihr ready? Yeah! Los geht's! Das klingt doch super. Ich bin wirklich gespannt, wie ihr euch verstecken wird und wie auch ich mich schlagen werde. Dann geht's los in 3, 2, 1. Viel Spaß! Oh je, das wird was. Kommt man in das Mühlrad hoch? Geht's denn hier lang? Jetzt bin ich aber bei Janus. Eigentlich müsste das irgendwo hier gewesen sein. Hallo, hallo. Hilfe! Wie geht der scheiß Geheimgang hier auf? Das ist viel zu wenig Zeit. Hier guckt er bestimmt zuerst nach. Komm hier irgendwie rein. Oben würde ich ja gerne rein. Da, wo das Rohr sich versteckt. Bin mal gespannt, ob man da drauf kommt. Jetzt stehen wir eigentlich hier rum und gucken, du. Keine Ahnung, ey. Der ist ja, so viel. Ist das gutes Versteck hier? So, dann gucken wir mal, ob er mich hier findet. Ich habe mich jetzt einfach in der Orkgasse versteckt. Ich komme, let's go. Ich würde sagen, ganz egoistisch fange ich mal mit meiner Base an. Klapper das mal hier ein bisschen ab. Ich kann im Übrigen fliegen und ich habe hier meinen unfassbar guten Hammer. Das heißt, wenn ich die Leute in die Finger kriege, dann sind die sowas von weg. Und ich habe auch ein paar Booster, aber die möchte ich noch gar nicht anwenden. Hat sich jemand hier einquartiert? Schade. Was ist voll süß hier eigentlich. Ich hoffe, das ist ein gutes Versteck. Entweder werde ich als eine der Ersten draufgehen, weil ich so unglaublich nah in der Mitte bin. Oder tatsächlich ist es gut und ich bin eine der Letzten. Wir werden es sehen. Wo gehst du denn dahin? Den Geheimgang kenne ich ja gar nicht. Ah, das ist der Spawner, von dem aus Kallis Base mit Zombies überflutet wurde. Das ist eigentlich ein gutes Versteck. Hier zwischen den ganzen Leuten hier kann man sich doch so unfassbar gut verstecken. Hier wäre ich sowas von reingegangen. Ey, das wäre schon Premium, hier sich unten zu verstecken, oder? Erstmal einen Schluck zur Beruhigung trinken. Also Wasser. Ich bin ja jetzt eine Blume, da muss man mich auch ordentlich gießen. So ein bisschen Hoffnung habe ich noch, dass sich hier irgendjemand in die Secret Bases reingeschlichen hat. Die Secret Base, die Kroko in meine Base reingebaut hat. Hat sich hier irgendjemand rein verirrt? Ich guck mal, ob man bei den steuernden Einnahmen sich verstecken kann. Kumpel, kann ich mich in dir verstecken? Jodo, freut mich, dich kennenzulernen. Falls ihr noch nicht getan habt, abonnieren und liken, ganz, ganz wichtig. Hier gab es doch auch noch irgendwelche Geheimgänge, wo man durch konnte, ne? Warte mal, welchen Knopf? Ich musste... Hier irgendwo. Ja, genau, hier ging es runter. Oh Mann, da kommt man, glaube ich, in Albas Labor raus. Lass mal da hochgehen. Aber ich glaube, hier oben hat sich auch niemand hin verirrt. Sag nicht, ich komme hier nicht mehr raus. Das gibt's nicht. Ich habe die Notenderperle, aber ich bleibe erstmal ein bisschen bei dir. Okay, meine Base haben wir abgeklappert. Ich schau mal hier unten bei den Shops. Ich habe eine Runde Honig zum Ausgeben. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Dazu die hier. Machst du das jetzt her? Ja, ich war bei den Bienen. Er hat mich kurz besucht. Hier in den Blumen wäre auch, das wäre ein gutes Versteck. Ich möchte einmal noch ganz kurz hier nachschauen, ob sich jemand hier selber zum König ernannt hat. Wäre auch gut, wenn du dich einfach dazu stellst. Wobei, da kommt man, glaube ich, gar nicht hoch, ne? Ja, dann vergessen wir das. Hey, Nanny, hast du irgendjemand gesehen? Guck mal, Nanny nickt. Hier ist jemand. Hier ist sowas von jemand. Piep, piep. Da piepst es sogar. Guck mal, Nanny hatte sogar recht. Ging's hier nicht? Guck mal, hier geht's runter. Kam von hier das Piepen? Nee, Nanny. Wahrscheinlich habe ich Tomaten auf den Augen. Die rennt schon 20 Mal dran vorbei. Nee, nicht ganz. Kommt da jemand? Nein. Vielleicht ist ja jemand hier hochgeschwommen. Hallo? Fisch. Ich sehe einen bei Quanton. Der Spot, den er da hat, ist auch gut. Kroko Space ist ein absolutes Labyrinth. Hallo, ich sehe dich. Wärst du? Ich bin du. Ich bin du und du bist ich. Aber wer bin ich und wer bist du? Aber wenn du ich bist, wer bin ich dann? Die entscheidende Frage ist doch, wer definiert unsere Persönlichkeit? Ich glaube, theoretisch kann man sich auch einfach irgendwo in Kroko Space total offensichtlich hinstellen. Einfach weil es so viele Wege gibt, ist es einfach mega unwahrscheinlich, dass ich vorbeikomme. Vielleicht hat sich ja jemand hier im Schlafzimmer versteckt, möchte ein Ründchen schlafen. So sieht's auch nicht aus. Wäre eigentlich auch eine Taktik. Oh, Kalimero ist da. Disconnecten. Huch, Mist, aus Versehen. So, ich würde sagen, wir schauen uns mal die andere Hälfte hier drüben an. Vielleicht wollte ja hier jemand dem Bienenmann einen Dienst erweisen, aber... Guck mal, wen wir da haben. Oh, da rennt jemand weg. Und da haben wir die gute Feralia bei den Bienen. So. Aber gutes Versteck. Ich wäre fast dran vorbeigelaufen. Hier gab es doch auch immer noch den Secret-Eingang, ne? Ja, guck mal, den habe ich doch alles noch auf dem Schirm. Wo ging denn das Lager auf? Hier ging das Lager auf.
Ah, ist das cool, die Treppe. Oh, hier kommt meine Technik rein. Okay, da wollen wir mal nicht hin. Technikräume sind verboten. In dem Lager ist schon mal niemand. Hinterm Thron, das wäre auch cool. Okay, Thronsaal verschwende ich keine weitere Zeit mit. Ich würde sagen, wir gehen einmal rüber hier in die Taverne. Sag mal, hast du jemand gesehen? Da wird nicht genickt. Okay, dann also wohl nicht. Ich würde sagen, wir starten Janus Bereich mal hier ein bisschen einen Besuch ab. Wir beginnen mal hier vorne bei unserem Opferaltar. Oh oh. Ist hier irgendjemand auf Tauchstation gegangen? Ich glaube, ich bin am Arsch. Irgendjemand hier hinten drin? Nee, da will doch niemand im Wasser bleiben. Da geht doch niemand hin. Wo hättet ihr euch denn versteckt? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Ich starte mal kurz Janus Lager einen Besuch ab. Irgendjemand hier? Guck mal, die Border ist schon relativ nah. Hier hinten kann man schon überall nicht mehr drin sein. Hier drüben bei der Base vom Gartenzwerg kann ich mir wirklich vorstellen, dass irgendjemand drin ist. Hallöchen, Hallöchen, irgendjemand hier. Oh, schöne Aussicht. Hier hinten gibt es aber, glaube ich, richtig viele üble Verstecke. Das reicht ja einfach, dass man sich hier irgendwo unter diesen Weg drunter sneakt. Da kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das niemand gemacht hat. Na, hier ist niemand. Was ist? Ich möchte nicht essen. Ich habe Kaffee, danke. Könnt ihr die Border schon sehen? Ja, die kommt langsam näher. Und wo? Von hinter dir. Hallo Pufferfische. Ach, ist das schön. Guck mal, ich kann hier mal ganz entspannt mit euch baden und ihr macht nichts. Also irgendjemand wird doch wohl hier in der Schmiede sein. Oder hast du jemanden gesehen? Ne, die guckt einfach nur weg. Na gut. Ich glaube, das Krattenlar zu lieb im Himmel gefallen. Also wenn hier hinten dran nirgendwo jemand ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Jetzt lächelt er mich. Such, Calimero, such, such. Aber find mich bitte nicht. Hier, du bist ein Mitkrug hier. Nimm, komm, stoß an. Ja, also dann. Prost, oder? Prost. Ich gehe mal gerade hier rüber in den öffentlichen Steinbruch. Vielleicht hat sich ja jemand hier rein verirrt. Oh, jetzt ist die Spannung. Boah, hier hinten dran, da hätte ich auch nie dran gedacht, irgendwie hinzugehen. Ich finde auch einfach echt unfassbar viele gute Verstecke. Aber ich will tatsächlich nicht gute Verstecke finden, sondern tatsächlich auch Verstecke finden, in denen sich jemand befindet. Boah, das war knapp. Wie zum Beispiel hier. Ha! Ei, je! Gut, das war's. Er hat mich gefunden. Die gute Stine war im Steinbruch. Judo, versteck mich. Ah, guck mal, da ist ja noch jemand drin. Und Sir Alf, das war's mit dir. Judo, nein. Judo, ich hab dich befreit. Ich weiß auch nicht, ne, mit Sir Alf da so eng, das ne, würde ich auch nicht machen wollen. Judo hat seinen Freund verloren. Aber gutes Versteck, gut getan. Es war mir eine Ehre, mit dir Gespräche führen zu dürfen. Ich glaube, den Steinbruch, den haben wir abgeklappert. Hast du auch sehr gut gemacht. Ist so knapp bei mir vorbei. Dann nutzen wir doch einfach mal hier die Bahn. Ja, ja. Fahr mal. Tschüss. Tschüss, Kali. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wohin uns hier die Weichenstellung führt, aber wir kommen... Oh, wow. Okay, tatsächlich sind wir hier abgebogen, obwohl es eigentlich in gar keine Richtung ging. Und wir schreddern gleich zurück zu unserer Base. Da will ich aber tatsächlich nicht hin, sondern ich will mal hier hinten noch schauen. Vielleicht hat sich ja irgendjemand hier hinter das Honigfass gequetscht. Leider nein. Aber es gibt natürlich auch noch hier den Aufgang in die Orkgasse 2. Bin mal gespannt, ob die noch irgendjemand auf dem Schirm hat. Hello, hello, hello. Wir sind wirklich in den tiefsten Winkeln von der Mystery Map. Aber das wäre auch zu schön gewesen, wenn hier jemand ist. Vielleicht hat sich hier jemand hier in den Statuen versteckt. Calimero. Oh, das hat mich erschreckt. Also irgendjemand wird ja schon hier irgendwo stecken. Wo hat er sich denn hier verschanzt? Hi. Hallöchen. Guck mal, willst du einen kandierten Apfel? Ja, gerne. Ich glaube, ich muss noch mal Judo besuchen gehen. Mach das. Hat sich jemand hier zu den Pferden gesellt? Kommen wir da von außen rein? Natürlich kommen wir da von außen rein. Ich kann überall einbrechen. Hey, Judo, du willst auch noch einen goldenen Apfel? Hier, schau mal. Wie ihn anschaut. Oh, hi. Na? Oh, du willst auch noch einen kandierten Apfel? Hier. Oh, herrlich. Und eine Flasche Honig. Oh, ja, bitte. Da lacht sich doch gerade auch jemand irgendwie einen ab. Sag mal, wo steckt ihr denn? Ich laufe doch gerade bestimmt 20 Mal an allen dran vorbei. Nee, ohne Witz. Aber was wir noch nicht abgecheckt haben, ist hier drüben Krokusschmiede. Und hier sind auch nochmal solche riesen Steinberge. Hier hinten dran, da ist doch eigentlich voll das gute Versteck. Oh, jetzt ist er da unten, wo ich mich versteckt habe. War zum Glück bin ich hoch zu den anderen. Hier gab es doch auch irgendwo noch eine Secret Base, ne? Aber ich glaube, die gibt's nicht mehr. Ich glaube, die hat irgendwann mal Kroko hier zerstört mit seinem Wasserfall. Aber ob hier jemand vielleicht beim Wasserrad ist? Kommt man da ran? Ja, kommt man. Wow, das wäre schon sehr sneaky. Ich gehe mal hier die Treppe hoch. Das war so knapp, er ist unter mir durchgelaufen. Aber es gab auf jeden Fall noch ein paar so leicht versteckte Sachen. Zum Beispiel diese magische Muschel, die war doch da hinten irgendwo, ne? Ja gut, da kann sich ja jetzt auch niemand mehr verstecken. Oh, da ist er. Da bin ich ja, hallo? Wo stecken denn die anderen hier? Es sieht mich nicht. Definitiv nicht. Nein. Ich schaue die ganze Zeit auch nur auf den Boden, ne? Tatsächlich könnte man auch irgendwo hochklettern und sich da oben irgendwo draufstellen. Ja, guck mal nach oben. Nein. Das fällt niemals jemandem ein. Nein, wie kommst du darauf, Carly? Oh. Oh. Genau, geh mal da runter, ist schön. Oh, da ist die World Border. Das heißt, ich muss jetzt langsam hier raus. Haha, ich komme hier gar nicht mehr raus. Gab's hier nicht auch noch den Farmbereich? Den können wir doch auch nochmal anschauen. Hier, das hat doch auch niemand auf dem Schirm. Das geht ja in den letzten Winkel hier. Die letzte Chance ist jetzt noch dieser Fluchtweg hier. Mal gucken, ob's klappt. Wenn mich richtig erinnere, führt der in Calimeros Base. Und da haben wir eine kleine Chance zu entkommen. Puh, das war Glück.
Ich habe das Gefühl, dass ich überall schon mehr oder weniger einmal war. Das heißt, ich werde jetzt zum ersten Mal einen meiner Booster verwenden. Nein, nein, bitte nicht. Bei Quanton holt sich Diamanten. Sag mal, wo ist der denn? Der ist doch in meiner Base, oder? Wo gibt's denn noch Diamanten? Hier oder ein Krokuslager? Dann auf zu Krokuslager. Hat Krokus seine Diamanten überhaupt hier unten? Ich glaube nicht. So, jetzt müssen wir nur ein neues Versteck suchen. Da drüben war noch die Secret Base. Vielleicht habe ich da eine Chance. Lass uns mal den Effekt anwenden. Wir haben hier einen Booster, mit dem wir alle für ein paar Sekunden leuchten lassen können. Das heißt, wir müssen den an einer sinnvollen Stelle anwenden. Ich würde mal sagen, ich stelle mich hier in die Mitte. Und natürlich müssen wir auch jetzt sehr, sehr aufmerksam sein, weil nur die Leute, die bei uns auch in der Nähe sind, leuchten. Da drüben leuchtet es. Das ist doch die Secret Base. Das ist doch sowas von die Secret Base. Da waren wir doch schon mal. Aber irgendjemand hat sich wohl doch noch mal in die Secret Base geschlichen. Halli, hallo, Hallöchen. Aha, guten Tag. Der gute Michael ist doch noch hier reingegangen. Ja, leider raus. Siehste, man muss alles doch noch ein zweites Mal abklappern. Eine Person haben wir damit gefunden. Fünf sind noch im Rennen. Oh, oh Gott, fuck. Oh Gott, fuck. Einmal verklickt. Ich hab mich verklickt und bin aus meinem Versteck runtergefallen und bin jetzt so schnell hingeflüchtet. Also hier in dem Gebiet haben wir vorhin schon mal jemanden gehört. Hier müssen wir auf jeden Fall jemanden finden. Ich will eigentlich wieder zurück in mein Versteck. Okay, warte, jetzt habe ich die Chance. Hier werden jetzt auch alle langsam von der World Border rausgeschmissen. Unsere letzte Chance, hier jemanden zu finden. Hast du noch jemanden gesehen? War hier noch jemand? Ja, natürlich war hier noch jemand. Bin ich blind? Das hat jetzt aber gedauert, ey. Okay. Oh Mann, vier Leute noch im Spiel. Erstmal schon mal Glückwunsch an euch. Ihr habt sehr lange durchgehalten. Ich wette, irgendjemand wuselt noch hier bei Krokus Base rum. Die Chancen, sich hier zu verstecken, sind nicht mehr allzu groß. Und so langsam wird es auch realistischer, hier jemanden zu finden. Aber hier hinten bin ich mir sicher, das habe ich schon alles sehr oft durchgeforstet. Nicht oft genug. Also hier kann auf jeden Fall niemand mehr sein. Ja, ja, ja. Hier ist keiner. Nein, 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 nein. Ganz sicher. Aber hier drüben irgendwo... Oh, da rennt doch jemand, da rennt doch jemand, da nutze ich meinen Booster doch einmal und sag mal, teleportiert er sich einfach weg mit seiner Enderperle. Das ist gegen die Regeln, mein Schätzchen. Wo ist er hin? Oh, das war knapp. Das finde ich gerade sehr frech. Oh, ach nö, da kommt die Border, das heißt, ich muss raus. Nein, das gibt's nicht. Bedrock ist auch verboten, Panzer. Er ist irgendwo hier unten gelandet. Wie soll ich denn jetzt hier ein Versteck suchen? Was ist denn da noch? Kennt jemand hier hinten das versteckte Labor? Ich glaub's kaum. Aber ich möchte's rausfinden. Ich brauche einmal hier ein bestimmtes Item. Warte mal, wo habe ich das denn drin gehabt? Hier müsste es drin sein. Perfekt. Ein bisschen ganz unschuldigen Fahren. Ganz, ganz unschuldigen Fahren brauchen wir dafür. Und dann sollte sich doch eigentlich hier hinten das öffnen. Aber hier ist auch schon die World Border und hier ist natürlich auch niemand drin. Okay. Jetzt auf die Schnelle habe ich jetzt eh kein anderes Versteck. Im Prinzip kann ich eigentlich einfach nur hier stehen bleiben. Erstmal. Ich poker jetzt einfach drauf, dass die Border kurz davor stehen bleibt. Ich meine, man sieht mich halt von da unten eigentlich. Es ist voll beschissen hier. Das ist eigentlich kein Versteck. Habe ich aber auf die Schnelle nichts gefunden. Vielleicht steht ja jemand irgendwo hier oben auf dem Dach. Das wäre auch noch gut. Psst, jetzt müssen wir leise sein. Oh, ich bin gleich am Arsch. Ah, sieht nicht so aus. Wie ist hier inzwischen irgendjemand hier runtergegangen? Das war knapp. Hallöchen. Ich bin nicht da. Nein, nein, nein. Boah, war das knapp. Oh, ich muss hier bleiben. Und dennoch gibt es auf diesem kleinen Bereich so viele gute Verstecke noch. Das ist wirklich der Wahnsinn. Boah. Ja, ja, ich sehe nichts. Es ist total schwarz von mir im Bildschirm. Sehr knapp, sehr knapp. Ja, ich muss jetzt aus meinem Versteck raus, sonst wird das hier nichts mehr. Oh, die meine Gott, die Border ist stehen geblieben. No way. Die Border ist stehen geblieben. Wo stecken denn die Leute hier? Den muss er doch gesehen haben. Das kann's doch jetzt nicht sein. Aha. Da ist doch jemand, da ist doch jemand. Ich muss hier weg, Hilfe. Nein. Es ist eine wilde Verfolgungsjagd. Ah, ich komme nicht mehr raus. Ich brauche die Enderperle. Ey, oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe doch eine Elytra. Sag mal, so. Drei Leute sind noch im Spiel. Mike bei Quanton und Lazuli. Auch wenn ich bei Quanton im Prinzip schon gefunden habe. Nein, Tamiana, gibt es nicht so viele Verstecke. Durch die Lava, durch die Base, in der Theorie. Ich weiß gar nicht, ob der Calimero die kennt. Aber da komme ich jetzt nicht mehr hin. Wenn ich da runtergehe, dann sieht er mich. Kassenzettel Druckgeräusche, ja, das kann ja nur bei mir sein. Ja, ich meine, hier ist die Kasse. Hier werden die Kassenzettel gedruckt. Technikräume sind tabu, hier drin ist er nicht. Oh, Mike hat ja wirklich ein absurd gutes Versteck. Wow. Oh, kann ich... Oh, kann ich hier rein? Das ist doch gut. Also jetzt reicht's mir aber langsam bei Quanton. Was soll das denn jetzt? Ich hab nichts gesagt. Nee. Ich würde behaupten, es ist Zeit für einen zweiten Booster. Und ich würde sagen, wir nutzen hier wieder die zentrale Lage und lassen nochmal unsere Versteckenden leuchten. Das ist doch im Lager. Wie oft war ich denn schon im Lager? Ich wette mit euch, das ist bei Quanton. Freundchen, Technikräume sind tabu, ne? Möchte ich nur mal anmerken an der Stelle. Und damit ist bei Quanton auch raus. Das ist ein Geheimgang. Mike und Lazuli gibt es noch zu finden. Jetzt habe ich natürlich mich nicht weiter umgeschaut, wo es noch geleuchtet hat. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Alter.
Das war um Haaresbreite. Kann ich eigentlich hier unten rein? Wäre schon lustig. Okay, ich probier's. Boah, hier im Zuckerrohr, das wäre so ein gutes Versteck. Da kann man ja fast nicht gefunden werden. Schnell. Und hier rein. Oh, ich kann nicht rein. Jetzt verstecke ich mich im wahrscheinlich wohl offensichtlichsten Punkt. Naja, aber die offensichtlichsten Verstecke sind wohl häufig auch die besten. Oh, er hat mich gesehen. Er hat mich definitiv gesehen. Oh, vielleicht auch nicht. Sieht man mich gut? Oh ja, man sieht mich sehr gut. Wieso? Ich glaube, ich bleibe hier bis zum Rest des Spiels. Ob da jemand auf Tauchstation ist? Da gab's hier nicht irgendwo unter Wasser so eine Höhle? Ja, da bist du zu spät dran. Da war ich vorher drin. Oh, ich weiß nicht, ob ich hier abtauchen sollte jetzt. Ich glaube, das ist definitiv keine sinnvolle Idee, aber hallo Fische, was habt denn ihr hier für eine Versammlung? Ich glaube, da hinten war irgendwo mein Ofenrohr mal versteckt. Okay, da wird wahrscheinlich niemand mehr drin sein. Nee, ich glaube, den Bereich hier oben zähle ich mal als abgeschlossen. Darauf trinke ich jetzt erstmal Krug mit. Prost. Vielleicht hilft das ja ein bisschen bei der Suche. Blub, 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 blub. Blub, blub, blub. Irgendjemand blubbert hier rum wie sonst was. Sag mal, Moment mal, hier gab es doch auch noch eine... Hier gab es auch eine Secret Base. Warte mal, das ist gerade ein bisschen ungünstig. Ah, hier war noch eine Secret Base. Also wenn hier jemand drin ist, dann... Herzlichen Glückwunsch, du hast sehr, sehr aufmerksam Mystery geschaut. Nee, das wäre aber auch zu schön, wenn hier jemand drin ist. So, ich hoffe, ich komme hier raus, ohne zu verbrennen. Autsch. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich, Alina? Ich weiß es nicht. Er macht halt auch noch Geräusche und er sieht ihn nicht. Sag mal, ich krieg einen Vogel. Wenn er reinlaufen würde. Nein! Ah, oh, geh doch nicht hoch. So, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir unseren letzten Booster einsetzen. Wir müssen jetzt wirklich die Augen offen halten, weil das ist unsere letzte Chance, dass wir nochmal so einen Tipp kriegen. Wir müssen beide auf einmal finden, wenn es geht. Wo leuchtet es? Da unten in den Shops und da oben. Okay, wen nehmen wir zuerst? Ich glaube, ich geh mal hier runterschauen, weil da bin ich schon so oft durchgelaufen. Ah ja, blub, blub, guten Tag. Blub, blub, blub. Deswegen hat es so geblubbert. Nice. Und jetzt will ich aber doch mal wissen, wo sich hier unser erster Platz da hinten verkrochen hat. Alter, hat mich nicht gesehen. Erzähl mir jetzt nicht, dass er schon wieder vergessen hat, wo Mike ist. Langsam glaube ich, ich habe Tomaten auf den Augen. Ja, hast du. Das ist unmöglich zu verkacken. Vier Blöcke. Das ist echt so. Hier unten, hier unten. Auf die Gott. Ach, da steckt der gute Mike. Einen wunderschönen guten Tag. Damit bist du auch raus. Aber nicht wirklich. Denn ich würde sagen... Damit hast du gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Sehr, sehr gut gemacht. Das war auch wirklich ein gutes Versteck. Ihr könnt mich schlagen. Ja, das ist ein bisschen frech. Aber das war das zweite Versteck, wo ich das erste war. Wo warst du zuerst? Du hast vorher von deinem Ofenrohr geredet. Genau darin war ich in der Wasserhöhle. Ah, oh mein Gott, ich hätte wirklich mal nachschauen müssen. Ne? Ich bin ein paar Mal dran vorbeigelaufen. Aber ich muss sagen, ihr habt euch wirklich alle sehr, sehr gut versteckt. Also danke nochmal an alle, die mit dabei waren. Links zu den Leuten sind noch überall in der Videobeschreibung. Hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und bevor wir jetzt gleich sofort zu den Outtakes kommen, möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei Nitrado bedanken, die uns hier immer freundlicherweise die ganzen Server für diese Projekte zur Verfügung stellen. Also, falls ihr auch so einen Server haben wollt, schaut doch einfach mal bei dem Link in der Videobeschreibung vorbei, denn wenn ihr darüber einen Server kauft, dann erhalte ich auch eine kleine Provision und ihr könnt mich somit unterstützen, ohne mehr bezahlen zu müssen. Ist also Win-Win sozusagen. Und ein weiteres Dankeschön geht auch noch raus an das BeyondBlocks Bauteam, die hier diese unfassbar coole Miniatur-Mystery-Map gebaut haben. Das ist auch wirklich beeindruckend. Und ein Link zu denen ist natürlich auch noch in der Videobeschreibung. Also schaut auch dort gerne vorbei. In diesem Sinne, macht's gut und ciao, ciao. Weasen trinkt bestimmt wieder seinen Kaffee. Und Kaffee. Prost. Ich höre nur Stimmen. Diese Stimme im Kopf. Ja, ganz genau. Was sagt die 0 zu 8? Schöner Gürtel. Okay, nee, lass mich lieber. Das bringt nichts, dieses NPC-Gespräch ist scheiße. Kali, bitte schneid es raus. Obwohl, ich hätte noch einen. Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ein Ziegelstein. Nanu? Kokos Kater war hier. Er wurde leuchtend gesehen. Ganz genau. Ah, hier ist kein Toter. Oh, jetzt bin ich ein Toter.